Hier bin ich nun, ein nackter Bote. Die Maske ist meinem Gesicht abhanden gekommen, zumindest vorübergehend. Jemand hat mir einmal ein altes Spiel beigebracht. Es besteht darin, sich vor einen Spiegel zu stellen und langsam von 10 an abwärts zu zählen. Den Blick immer auf das eigene Spiegelbild gerichtet. Wandte ich meinen Blick ab, noch bevor ich bei 0 angelangt war, hatte ich ein Problem. Es war so simpel wie erschreckend. Warum konnte ich den Blick des eigenen Antlitzes nicht ertragen? Wer musste ich sein, damit mich der eigene Anblick dazu verführte, nicht nur bis 0 standzuhalten, sondern tiefer in das Gesehene eindringen zu wollen? Ich war ein stiller, aber latent wütender Jugendlicher, dem man seine inneren Kämpfe meist nicht ansah. Wachend träumen gaben sich in meinem Kopf Klinke in die Hand. Ständig wechselte ich von einem Raum in den nächsten. Filme und Bücher waren solche Räume, des Weiteren die Gespräche mit den wenigen damaligen Freunden, schließlich die Einsamkeit. Träumer und Romantiker hatten es noch nie leicht in dieser Welt. Schmerz und Enttäuschung waren buchstäblich vorprogrammiert. Ich wusste zum Beispiel nicht, wie ich meinen Wunsch, Schriftsteller zu werden, in die Tat umsetzen sollte. Stattdessen landete ich, wie die meisten Menschen in meinem Umfeld, auf der Baustelle. Nach meinem Abschluss ließ ich mich treiben. Ich beschäftigte mich mit unterschiedlichen Philosophien, Glaubensmodellen und spirituellen Kulten. Meine Frage nach einem Sinn oder einer Richtung in meinem Leben wurden dadurch nicht beantwortet. Obwohl ich nach wie vor Gedichte und Geschichten schrieb, rückten meine Träume in weite Ferne. Ich wuchs in einem atheistischen Haushalt auf, sah mir als Kind aber zum Beispiel gern Bibelverfilmungen im Fernsehen an. Moses und Jesus waren für mich ähnliche Helden wie Cowboys und Indianer, nur dass sie eben keinen Whisky tranken und nicht mit Pistolen herumschossen. Mit der Zeit jedoch erregte alles Religiöse in mir Ärger und Spott. Die frühen Helden fielen in Ungnade und nicht nur die biblischen Figuren. Schließlich gab es nichts Gutes in der Welt. Und was das Böse anging, so war es mir auch keine Hilfe, obwohl mir dessen Existenz immer realer und greifbarer. Mit Anfang 20 lernte ich immer häufiger Christen kennen. Und das ausgerechnet in der Gothic-Szene. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Hauptsächlich machte mich das Gerede über Gott und die Liebe aggressiv. Ich hielt Menschen, die an Gott glauben, für blutleere Schwächlinge. Obwohl meine neuen Freunde mir ständig das Gegenteil bewiesen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, bat ich sie mit Nachdruck, künftig alle religiösen Themen in meiner Gegenwart zu meiden. Lange hielten sie sich daran. Meine Masken und Verkleidungen wurden indessen vielfältiger. Vor allem ging es mir darum, meine Verletzlichkeit zu verbergen.
mir meine eigene Mythologie zu erschaffen. Ich suchte Rausch, Leidenschaft und Poesie. Stattdessen war ich ein Gefangener meiner Angst. Ich wollte Grenzen überschreiten und merkte nicht, wie ich dabei nur ohnmächtig an den selbst angelegten Ketten zerrte. Ich suchte Liebe und Intimität, hatte aber keinerlei Vertrauen in meine Mitmenschen. Immer häufiger richtete ich meine hinter großen Gesten versteckten Aggressionen gegen andere oder mich selbst. Oft war ich noch stolz auf die Grausamkeiten, die ich um mich herum wie Präsente verteilte. Das galt auch für die zahlreichen Narben, die ich in meiner Haut trug. Der Höhepunkt war wohl eine übernächtigte Autofahrt nach einer zweitägigen Party, die damit endete, dass ich mitten in einer Großstadt am Lenkrad einschlief und auf den Fußweg raste. Gott sei Dank kam dabei niemand zu Schaden. Schon lange hatte ich keinen Blick mehr in einen Spiegel riskiert. Natürlich ist dies hier nur ein kurzer Blick auf die damalige Zeit. Der Spiegel darin ist genauso Symbol wie nackte Tatsache. Das gilt auch für die Maske. Doch der Punkt, auf den ich hinaus will, befindet sich genau an diesem Abschnitt der Geschichte. Die schwarze Szene war für mich eine Heimat geworden. Trotz allem Unmuts hatte ich damit begonnen, mich in dunkelromantischen Tanznächten frei zu tanzen. Und etwas von dem auszuleben, was ich in meiner Fantasie schon immer tun wollte. Ich fand die unterschiedlichsten Seelenverwandten. Nebenbei machte ich die scheinbar unvermeidliche Erfahrung, dass vieles, was ich nur aus Filmen kannte, tatsächlich Wirklichkeit ist. Im Guten wie im Schlechten. Ich glaube bis heute, dass Engel und Dämonen existieren. Es gibt Geister, verirrte Seelen und noch viele andere Phänomene, die durchaus Einfluss auf das menschliche Leben nehmen. Bei alledem konnte ich die Frage nach einem Gott noch immer nicht zulassen. Dann begannen die Träume. Es gab keine Himmelsleiter, so wie in der biblischen Geschichte von Jakob und den Engeln. Stattdessen träumte ich die Kreuzigung Christi, als hätte sie ein Horrorfilmregisseur eigens für mich inszeniert. Im Nachhinein denke ich, dass es in gewisser Weise auch so war. Manchmal konnte nicht einmal das Aufwachen die Bilderflut stoppen. Am liebsten hätte ich meine Tage damit verbracht, das Blut Jesu von meiner Haut zu waschen. Immer wieder wohnte ich in den Nächten der Kreuzigung bei. Jedes Mal wurde ich vom Blut des vermeintlichen Erlösers getroffen. Einmal spielte sich das Ganze in einer postapokalyptischen Industrielandschaft ab. Jesus hing Stacheldraht im Mund an einem Stahlträger inmitten von Trümmern und sah auf mich hinab. Das war nicht der Blick eines Opfers, sondern der eines Suchenden. Ich war 25 Jahre alt und hielt mich für einen hartgesottenen Atheisten, doch bei diesen Träumen bekam ich weiche Knie. Als ich irgendwann Stolz und Scham überwand und einer Freundin, die nichts von meinem verhängten Redeverbot wusste, davon erzählte, antwortete sie mit dem furchtbar abgedroschen klingenden Satz: Jesus sucht dich. Dabei musste ich an den
denken. Mir wurde klar, dass meine Freundin recht hatte, ob mir das nun gefiel oder nicht. Indirekt war dieses Ereignis die erste Antwort auf die Frage, was Gott wohl unternimmt, um den Menschen zu begegnen. Sein Heiliger Geist bewirkte, dass ich in der Lage bin, an das Unmögliche zu glauben, damals wie auch heute. Ein scheinbar alberner Satz wie dieses: Jesus sucht dich, hat mich dazu gebracht, unbekanntes Land zu betreten. Egal, was ich bis dahin geglaubt oder nicht geglaubt habe. Derartige Prozesse sind nur schwer zu beschreiben. Mystiker aller Religionen haben den Versuch unternommen, genauso Künstler und Philosophen. König David spricht in den Psalmen davon, dass ihm diese Erkenntnis zu wunderbar und zu hoch sei. Obwohl ich nun seit vielen Jahren tatsächlich Schriftsteller bin, habe ich sehr lange gebraucht, um diese Worte hier zu formulieren. Doch ist ein Rest Unerklärbarkeit nicht die besondere mystische Würze innerhalb einer solchen einschneidenden Erfahrung? Ich denke, dass nichts dergleichen von heute auf morgen geschieht, ähnlich wie bei einem Erdbeben. Irgendwo im Verborgenen arbeitet eine grenzenlose Kraft. Bis diese schließlich sichtbar hervortritt, hat sie bereits einiges bewirkt und verändert. Ich glaube, einige wichtige Fragen dabei sind: Kann ich die Existenz einer Welt zulassen, die weit über meinen Verstand hinausgeht? Kann ich mich selbst als Gotteskind sehen? Und vor allem, habe ich ein furchtloses Herz? Die Träume waren nur der Anfang. Ihre Bilderwelt war ganz auf meine innere Landschaft abgestimmt. Jesus kannte mich gut, obwohl ich mich im Gegenzug nicht um ihn geschert hatte. Er nutzte meine Ängste und Sehnsüchte, um mich von dort abzuholen, wo ich gerade war. Wäre ich wie Moses ein Wüstenbewohner gewesen, hätte ich vielleicht einen brennenden Dornbusch gesehen. Doch das war seine Geschichte. Gott hatte mir auch keine Raben geschickt, um mich zu speisen. Dafür aber treue Freunde im schwarzen Kutten, die noch immer zusammen mit mir durch die Nächte ziehen. Das ist Nahrung für die Seele. War seine Stimme zu Beginn für mich ein Sturm, so wandelte sich diese Naturgewalt nach und nach in ein sanftes Flüstern. Ein Flüstern, das mich immer wieder entwaffnete und noch heute zu Tränen rührt. Gott bedeutet immer Vielfalt. Seine Wege und Möglichkeiten, uns zu begegnen, sind unendlich. Dabei kommt es auf jeden selbst an. Ich beispielsweise war ein junger Mann, der Horrorfilme und düstere Musik liebte. Die Frage, ob ich leben oder sterben wollte, musste ich mir erst noch selbst beantworten. Der Geist Gottes maskierte sich buchstäblich mit meiner Fantasie, blieb aber im Kern derselbe, der er immer gewesen war. Ich glaube, das trifft auch auf jeden Menschen zu, egal welche Facette seiner selbst er gerade zeigt. Im Inneren bleibt er die Person, die Gott ursprünglich geschaffen hat. Daran glaube ich. Maskenspiele sind durchaus eine Notwendigkeit.
solange wir nicht vergessen, wer wir vor Gott sind. Es ist sehr wichtig, sich selbst zu kennen, vor allem im Hinblick auf den Platz, den wir im Leben einzunehmen gedenken. Vorübergehend in andere Rolle zu schlüpfen, kann dabei sehr hilfreich sein. Doch Gott hat uns im Mutterleib gebildet, wie es im 139. Psalm heißt. Er kannte uns schon, noch ehe wir geschaffen waren. Als ich zu beten begann, ging es mir ähnlich wie beim Zählen vor dem Spiegel. Es fiel mir schwer, der Stille auszuhalten. Der Gedanke, der Gott der Bibel könnte mich sehen, machte mir Angst und ließ mich noch öfter wütend werden. Es ist schwer, an etwas zu glauben, das man früher für unmöglich hielt. Dieser Prozess gleicht dem Sterben. Das habe ich selbst erlebt. Die alte Welt liegt in Trümmern, die neue hingegen ist noch nicht aufgebaut. Alles, was ich wusste, war, dass ich nichts wusste. Das beschämte mich. Ich war auf das Wissen, die Erfahrungen all der Christen angewiesen, die ich in den Jahren zuvor kennengelernt und nicht selten belächelt hatte. Den Beistand der Gläubigen in den schwarzen Mänteln, meiner gottgesandten Raben. Es hat lange gedauert, bis ich begriff, worum es am Ende bei jedem geistigen Prozess geht, nämlich darum, mündig zu werden. Mündig, Entscheidungen zugunsten des Lebens zu treffen und im Dialog mit sich selbst und seinem Schöpfer bestehen zu können. Es geht um das Bewusstsein als wertvoller, einzigartig geschaffener Mensch. Ich sage nicht, dass es keine Angst, keinen Zweifel und keinen Schmerz mehr geben wird. Das Leben in dieser Welt wird immer eine Herausforderung bleiben. Doch manchmal ist es auch voll von wundersamer Schönheit. Wenn ich heute an einer Kreuzung stehe, kann ich meinen Weg bewusster einschlagen, bewusster als früher. Ich bin zu Hause in den Städten und in den Wäldern. Außerdem in den Augen meiner Gefährten. Ein Teil von mir wird dabei immer wissen, dass ich nicht ganz von dieser Welt bin. Nur ein Fremder mit einem brennenden Reifen in der Hand. Nur ein verschreckter Tiger, der zum Sprung ansetzt. Ich glaube nicht aus Schwächen, sondern trotz meiner Schwachheit. Gott ist gut. Jesus ist der Spiegel, der alles sieht und alles verzeiht. Der Heilige Geist ist Lebensfeuer, Inspiration. Und Ermutigung. Ich öffne weiter die Türen, um Räume zu betreten oder aber sie zu verlassen. Manchmal höre ich dabei ein Lied erklingen, eine Klangperle voller Melancholie und Hoffnung. Dann ist es meine Pflicht zu tanzen, als hänge mein Leben davon ab.
vier Monaten später bin ich erneut gerüstet für ein Abenteuer, das mich immer tiefer in ein unbekanntes Herzensland hineinführen wird. Egal, ob nun mit oder ohne Maske. Jetzt